So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Rocket League. Wir sind hier immer noch mit den gleichen Leuten, mit dem Matafu und mit dem PFX Ivisbor im Spiel. Der PFX Ivisbor war auch der wertvollste Spieler. Und wir machen einfach mal weiter. Wenn wir aber wieder gegen diese Gegner gewinnen werden, werde ich mal das Match wechseln, weil dann sind die Gegner wahrscheinlich leider einfach schlecht und deswegen. Wir wollen ja auch beatmen eine Herausforderung, nicht einfach nur gewinnen, um dann sagen zu können, boah, wir sind voll die geilen Hechte und können alles. Wir sind voll die Cola-Hechte. Ah ja, Cola-Hechte. Das habe ich mal in einem Best of Gronkh gesehen. Da hat er mit Trash Tasmani oder wie auch immer mal über Cola-Hechte gesprochen. Und das war so lustig. Ich dachte mir, vielleicht könnte ich mir diese Dinger auch mal kaufen. Das sind praktisch so Gummibärchen in Hechtform. Also das, was man halt so braucht im Leben. Nein! Das wollte ich nicht. Ach, wir. Ach, hä? Ach so. Ach. Was? Ach so, ich spiele jetzt. Ach, ich spiele jetzt gegen die. Ich spiele jetzt gegen den Matafu und den PFX. Und mit dem Barbarossa und. Ach so, wir haben das Team getauscht. Okay. Oh, dann wird spannend. Da muss ich mir aber Mühe geben. Dann könnte spannend werden, weil der Matafu und der PFX ist ja bekanntlich recht gut, ne? Aber das könnte Probleme geben. Mich hat es schon verwirrt jetzt, dass die Namen da so. Ja, aber gut, aber dass die jetzt dann Tor gemacht haben, das lag ein bisschen an mir, weil ich habe den da schon stark Richtung Tor und sowas befördert. Verdammt, naja, gut, das. Ja, aber das kriegen wir schon. Ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt unser Team können natürlich auch ein bisschen was, aber ich mit dem Matafu und dem anderen Typen war gar nicht mal so schlecht, das Team. Und das war schlecht von mir, weil ich dann auch so den Rückwärtsgang eingelegt habe. Obwohl ich den gar nicht mehr gebraucht hätte, weil der Ball schon automatisch zu mir kam. Ja, aber das. Zurzeit haben sie noch keine 6 Tore oder so, wie wir in der letzten Runde. Ja. Ist doch gut so. Okay, jetzt tut ihn irgendwie in die Mitte buxieren. Ach, na verdammt, daher wollte ich vielleicht ein bisschen springen, aber so viel war dann doch nicht drinnen. So, erstmal ein bisschen rammen. Rammen, wissen wir ja, ist gut seit letztem Mal. Also generell Rocket League ist ja Autoscooter, ha, hier weit weg Achievement. Ist fast komplett. Ich bin schon 450 von 500 Kilometern gefahren, die man für dieses Achievement braucht. Ach, ja. Komm! Ja! Bam! So, und schon haben wir wieder ausgeglichen. Und jetzt gewinnen wir vielleicht auch gegen den sonst so guten Matafu und den PFX Ibispor. Schauen wir mal, was wir da anrichten können. Aber jetzt erstmal hier vor an den Ball, bevor wir es wieder vergessen oder so. Oh, das war nicht gut, aber. Ah ja, unser Teampartner hier, der regelt das schon. Das ist gut. Ich werde mal hier ein bisschen hinten bleiben. Und ein Tor machen. Ja, so gehört sich das doch hier. Und deswegen bin ich wertvollster Spieler in diesem Spiel zurzeit. Schau mal hier, und dann komme ich hier mit meinem Seitwärtsdrall. Ach ja, inzwischen mit dem Springen geht es langsam, wie gesagt. Ja. Ich verteidige sehr gut, dass der das so schreibt, dass der verteidigt. Ah, ja, komm, 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 komm. Oh, schade. Schade, da war der Gegner im Weg. Ein bisschen Boost einsammeln, aber währenddessen auch darauf achten, dass man Richtung Ball kommt und sich nicht davon unnötig entfernen, weil dann kann man nicht schnell reagieren und Boost dann für. Ja, da hätte man es einsetzen können. War aber dann. Doch nicht so toll. Aber die 100% Boost-Dinger sind natürlich immer die genialsten. So, jetzt irgendeiner in die Mitte. Ah, jetzt. Ja, na.
Ah, schade. Ja, die Gegner sind auch nicht schlecht. Das stimmt allerdings. Nein, den hätte ich besser treffen müssen. War leider nicht der Fall. Blöd ist immer, wenn man durch die Luft fliegt, weil man dauert so ultra lange, wenn man durch die Luft fliegt. Befreiungsschlag erstmal. Ach verdammt, der hat mir den 100er Boost eine Sekunde vorher weggeschnappt. Schade. Ah, da wollte ich mit dem Rückwärtssalto noch ran, aber hat auch nicht ganz funktioniert. Aber ja, ist trotzdem alles gut gegangen. Schau mal hier, der Ball ist da drüben, jetzt muss ich wieder darüber. Währenddessen hab ich hier die super Boost-Strecke. Und gerade eben hatte ich irgendwie ein Connection-Loss-Symbol. Kurze Zeit, aber es ist wieder drin. Ich könnte sein, dass mein Xbox-Controller langsam den Geist aufgibt. Weil die Batterie hält sich ziemlich lange. Ich hätte nicht gedacht, dass die so lange hält. Na gut, ich kenne mich auch mit Konsolen nicht so aus. Kann sein, dass das auch immer noch jetzt 10 Stunden hält oder wie lange auch immer. Ich weiß nicht, was so die Durchschnittsladedauer, also die Durchschnittsdauer von so einer Batterie für einen Xbox-Controller ist. Oh, da habe ich ihn ins Tor geschubst. Ja, ich dachte mir, den kann man doch jetzt gut anstoßen. Dann trifft er genau den Ball. Der hat ihn schon. Warte mal, da komme ich. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so großartig dran beteiligt war. Aber es sah schon so aus, als ob ich den ein bisschen gerammt hatte. Und der Ball deswegen ein bisschen schneller wurde. Wie dem auch sei, der Timco hat ihn. Das ist super gut, wenn der Tim Bensko hier da ist. Und mit uns Rocket League spielt. Hahaha, witzig. Na, verdammt. Ja, das war schlecht von mir. Also in Defensivspielen, also im Verteidigen, bin ich noch nicht der Beste. Aber ja, das wird auch noch. Naja, es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Das ist natürlich immer unterschiedlich. Boah, was? Oh Gott. Wenn die jetzt hier noch ein Tor gemacht hätten gerade. So, weg da mit dem Ding. Dann machen die auch nichts mehr. Dann machen die nichts mehr. In 10 Sekunden. Können auch vergessen, höchstens wir machen noch was. Nein, verdammt. Na, hätte fast das werden können. Aber da war das Tor noch nicht da, als ich da war. Ja, und wir haben das gewonnen. Sehr gut. Jetzt machen wir noch eine Runde. Ah, ich war sogar der wertvollste Spieler. Das ist ja toll. Boah, ich komme Level voran. Bald bin ich Level 19. Das ist ja schon mal super. Ping von 36 ist auch in Ordnung. Ich sehe manchmal Leute, die haben Ping 6 oder so. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber eigentlich mein Internet und mein PC sind soweit gut, wobei der Ping ja eher vom Internet abhängt. Naja gut, wahrscheinlich, keine Ahnung, bin ich vom Server sehr weit entfernt oder wie auch immer. Aber 36, darüber kann ich ja nicht meckern. Also, ja, was rede ich überhaupt da gerade drüber? Wir sind auf Server EU69, Hyperbolic. Und warten hier, dass noch zwei Spieler gesucht werden und es hoffentlich keine Bots sein werden. Einen Bot haben wir. Nee, jedes Team hat einen Bot. Ja, okay, dann ist er wieder ausgeglichen. Dann können wir ja... Oh, verdammt, ich muss echt ein bisschen hinten bleiben teilweise. Au, ja, da hat der Bot gute Arbeit geleistet von denen, würde ich sagen. Der hat mich da total abgewehrt. Das hätte ich nicht gedacht, dass er das schafft noch. Weil das sah echt eigentlich gut für mich aus. Aber ja, die Bots sind teilweise wirklich... Das war ein Bombentor. Das war ein Megator. Guter Schuss. Ja, so. Muss man mal ein bisschen merken, wo die sind. Also guter Schuss ist links und oben. Ja, genau. Okay, die gehen vor, ich hole mir den Boost und dann snacke ich mich wieder dann nach hinten, genau. Jetzt warte ich ein Stück lang. Okay, jetzt kann ich vor, jetzt ist meine Zeit gekommen. Jetzt arbeite ich ein bisschen weiter vorne, aber immer noch etwas hinten, um mögliche Bälle verteidigen zu können. Ach, verdammt, der war ein Ticken zu hoch, aber auch nur ganz wenig. So. Nicht, dass die werden bestimmt wieder aufholen, kann ich mir vorstellen, weil die ja gar, wie gesagt, ja gar nicht schlecht sind. Aber das versuchen wir natürlich zu verhindern. Oh, das wär sehr gut. Jetzt ras vor. Und jetzt irgendwer. Oh, nee, schade. Erstmal hier den Ball abbremsen, damit er nicht zu weit gegen unsere Richtung geht und dann wieder ein bisschen zurückspielen.
in die Gegnerrichtung und dann hoffen, dass irgendjemand da ist. Oder ich? Nee, ja, schade. Schade, da hat er es schon vor mir abgewehrt. Kurz vor mir. Okay, oh ja, das war recht gut. Der Ball geht aber trotzdem nicht. Ah, ja, okay. Der hat natürlich besser treffen können als ich. Hatten auch besser getroffen. Fliegt der Ball wieder darum, das ist nicht schön. Wer schreibt schon wieder für was? Sorry. Ach, au, der hätte doch reingehen können. Ich habe leider unter dieser dicken Staubwolke nicht gesehen, was passiert ist. Aber erstmal den Ball weg aus der Gefahrenzone schaffen, aber nicht wieder reinschaffen. Oh mein Gott. Da hätte es fast ein Tor durch mich gegeben. Gibt es vielleicht ein Tor durch mich? Oh Gott, Gott sei Dank nicht. So, da hätte ich fast durch meinen Mist hier ein Tor für die Gegner verursacht. Ah, den habe ich ein bisschen blöd getroffen. Ah, da hätte ich durch meinen Rückwärtssalto was machen können, aber wurde dann doch nichts. Genau, rast mal ein bisschen davor. Ah, ja, nee, der trifft das Tor lang nicht. Da dachte ich, ich werde ein bisschen höher kommen. Bin ich aber dann doch nicht gekommen. Ah, sehr gut. Den habe ich dafür getroffen. Das war sehr gut. Was? Den habe ich doch getroffen, oder? Anscheinend doch nicht. Oh, oh, jetzt wird's hier. Ah, ja. 1-1, würde ich mal sagen. Das war ein guter Schuss. Von dem. Ja, das, ja, es ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit, wenn man von vorne aufs Tor schaut, links drauf geht. Ich dachte, der würde mehr mittig im Tor landen, deswegen bin ich nicht so weit vorgefahren. Ah nein, da habe ich abgedreht. Wieder außersehen. Ah, Mann. Also dieses Springen, wenn man das zu viel macht, dann kann es einen Nachteil haben. Man muss es lernen zu dosieren. Oh, da war es, glaube ich, gut, dass ich unseren Spieler erstmal ein bisschen getroffen habe. Denn dadurch konnten wir den Ball doch noch vom Gegner erreichen. Wow, wow, wow. Jetzt geht der Ball schon wieder gefährlich nah in unsere Richtung. Ja. Schade, jetzt kommt man so hoch nicht, ne? Sehr gut. Das war schön. Das war schön. Wir dürfen nur kein Tor mehr reinkriegen. Wir müssen Tore machen. Aber das ist ja generell das Spiel von Rocket League. Oder von Fußball. Oder von Autofußball. Oder von TV Total Autofußball. Oh, wow, 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 wow. Jetzt, was machst du denn? Warum tust du den an die Seite spielen? Ah, das war nicht so schlaue Aktion von unserem Team hier. An dieser Stelle. Ah, ist keiner. Ja, okay, der war vielleicht auch ein bisschen zu weit über dem Tor. Als dass man ihn hätte gut spielen können. Oh, wer schießt denn den wieder so rüber? Das ist doch nur eine unnötige Torchance für die Gegner. Okay, das ist doch super. Das ist doch super. Oh. Nein, macht's doch. Genau so. Das war nicht. Ich hab ihn. Das war ein guter Schuss, meine ich. Ich hab's verwechselt. Ich hab erst oben links gedrückt statt links oben. Ja. Das sind die Malheure, die es beim Chatten hier geben kann in Rocket League, wenn man mit dem Controller chattet. Da hätte ich den Rückwärtsgang einlegen wollen, aber ich glaube, der hätte mir auch nicht mehr so viel gebracht. Oh, ich dachte, der springt mehr und ich dachte, der geht mehr in meine Richtung, ist ja auch egal. War es dann doch nicht. Bam! So, jetzt sahen wir aber ab und ich denke, in 17 Sekunden werden die jetzt keine 2 oder 3 Tore mehr machen. Je nachdem, ob es eine Nachspielzeit geben würde oder nicht. Der andere hat ihn vielleicht auch bekommen, das tut mir leid, aber. Also. Ist ja jetzt nicht jetzt so schlimm. Die Blauen fragen sich, was macht das Team eigentlich? Was machen die eigentlich? Die zweifeln an ihrem Verstand. WTF-Team. Ach, ist doch schön. Ah, verdammt. Oh, das war nicht gut. Aber ja, der Ball. Der geht nicht mehr rein. Ah, kriegen wir noch. Nee, kriegen wir nicht mehr. Alles klar, gut, dann war es wieder von dieser Runde. Let's Play Rocket League. Wir haben einen Hufeisen als Antenne. Alle Male schöner als die zwei Dinge, die ich vorher hatte. Gut, der andere hat einen ultra schlechten Ping. Der andere ist auch schon im gelben Bereich. Auch jetzt nicht mehr. Aber der andere, der kann ja kaum spielen. Der ist bei der aller Quäl. Na gut, ich werde dann mal zurück zum Hauptmenü gehen und verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge Let's Play Rocket League. Und auf Wiedersehen.